Meine lieben Freunde, meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und ja, guten Tag. Ihr seht es im Hintergrund, ne? Driver San Francisco und ich muss ein paar Neuigkeiten rausschießen, beziehungsweise so ein bisschen was, eine kleine Informationsgeschichte, einfach so rund um den Kanal Spielkind 45. Dazu lade ich euch ganz herzlich ein und gehe in mich und guten Tag und überhaupt sowieso. Ja, meine lieben Leute, da seht ihr Driver San Francisco, das ist das Spiel, was aktuell läuft als Let's Try und ich habe jetzt insgesamt 9 Folgen aufgenommen und es ist so, es gibt soundtechnisch ein paar Probleme bezüglich Content an die und so. Das ist nicht ganz ohne. Und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, weil in 9 Folgen könnte möglicherweise auch ein Lied drin sein, was GEMA-technisch Probleme bereiten kann. Ich weiß es nicht genau. Ich werde es auf jeden Fall riskieren, das alles hochzuladen. Und nach den 9 Folgen müssen wir dann einfach mal gucken. Ich werde dann den Sound vielleicht ganz wieder runterschrauben oder wir lassen das erstmal dahingehend laufen, dass wir das nicht täglich machen, sondern immer mal wieder. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. So, das jetzt erstmal so zum Driver San Francisco. Das heißt, 9 Folgen sind es insgesamt geworden, die ich bis jetzt aufgenommen habe. Und dann schauen wir mal. So, und dann werde ich jetzt in letzter Zeit immer wieder von recht vielen Leuten gefragt, wie sieht das mit den Sims auf deinem Kanal auf? Ich bin ja eigentlich mal ursprünglich angefangen mit den Sims. Das ist auch so. Mein Kanal, meine ersten Videos waren Sims 3, ne? Wer erinnert sich? Amadeus Rockstar auf dem Weg zum Rockstar und ja. Ich habe dann jetzt immer so gesagt, von wegen, ja, ich bin nicht ganz sicher. Die Sims 3 stehen aktuell also nicht auf meiner Liste. Zumindest nicht ganz oben, ne? Und ich will auch so ein paar Gründe nennen, warum. Es ist so, die Sims 4, da bin ich ehrlich, das Spiel ist nicht so mein Spiel. Es gefällt mir einfach nicht. Es fehlt so für mich ein bisschen der Flair. Es ist poppig, ne? Das ist auf jeden Fall nicht zu leugnen, aber weiß ich nicht. Also kann ich mich ehrlich gesagt nicht mit anfreunden, ne? Und insofern, wir haben ja noch den El Bundy, also sprich die Bundys laufen, ne? Und die Glitch-Familie haben wir, glaube ich, auch noch. Müsste man mal gucken. Also El Bundy, wisst ihr, bin ein alter El Bundy-Fan, ne? Dodge und so, ne? Dann fährt er der gute Dodge, ne? Und müsste ich mal schauen, weiß ich noch nicht. Wie gesagt, ehrlich gesagt, Sims 4 ist nicht ganz so mein Spiel. Also insofern, vielleicht zwischendurch mal eine Folge, aber aktuell, bin ich ehrlich, habe ich auf die Sims 4 nicht so wirklich Bock. Dann habe ich ja die Sims 3, da habe ich allerdings nicht alle Add-ons. Ihr wisst das, ihr kennt meine Add-ons, die ich habe. Ich habe einfach tierisch, ich habe Late Night und das Originalspiel, das war's schon. Und damit ein Let's Play machen, das haben wir schon gemacht, ne? Mehr oder weniger gibt es ja auch weit über 200, 300 Folgen fast, ne? Und also ehrlich gesagt, auf mein jetziges Computersystem möchte ich die Sims 3 ehrlich gesagt nicht so gerne drauf haben, weil es hat doch eine Menge Klumpatsch damals gegeben. Ne? Vielleicht läuft das auf dem neuen Rechner jetzt auch besser oder würde besser laufen. Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja mal kommentieren. Also so ganz überzeugt von den Sims 3 bin ich auch nicht. Ne? Und naja, dann gäbe es die Sims 2. Die habe ich ja auch noch drauf. Die habe ich auch noch, noch installiert. Und da haben wir ja ein paar schöne Folgen gemacht. Auch weiß ich, weit über 100, glaube ich. Ne? Bis dann zur letzten tragischen Folge, wo so viel ja, passiert ist, dass es echt ganz schlimm war, ne? Mit Tod und Tiere wegnehmen. Und das war alles, ach, das war eins der schlimmsten Spiele, die ich da, ne, bei den Sims hier gespielt habe, bei den Sims 2. Da könnte man drüber nachdenken. Allerdings ist es so, dass das Sims 2 Let's Play so in den letzten 30, 40 Folgen dann doch also an Interesse von eurer Seite doch verloren hat. Das heißt, die Views waren relativ mager. Und ja, ich weiß nicht, ob ich dann, ne, genug Bock aufbringen kann. Ich meine, ich spiele Sims ja auch ganz gerne, wisst ihr ja. Aber ob es dann für ein Let's Play nochmal reicht und dann, wenn ja, was machen wir, ne? Habt ihr überhaupt Bock auf die Sims 2 nochmal, ne? Weil es gibt ja mittlerweile Sims 4. Aber ich weiß nicht, was man eventuell probieren könnte, ne? Ich habe hier, kann man das sehen? Das sind die Sims Deluxe, das sind die Sims 1. Das wird natürlich grafisch ein totaler Rückschritt sein. Aber ich weiß noch nicht mal, ob das unter Windows 7 läuft, ob ich es ins Laufen kriege. Das könnte man ja mal testen. Das will ich ja nicht ausufern lassen, da will ich keine mehrere hundert Folgen von machen. Aber das könnte man vielleicht sich mal anschauen. Dann müsste ich gucken, ob ich es überhaupt ans Tippeln kriege. Ich weiß es ja gar nicht. Ja, dann ist es halt so, ne, wie gesagt, also Driver San Francisco, da steigen wir gerade in die Nobelkarre, ne, so eine geile Karre gewesen, habe ich auch gut geschrottet, ne, und
Ja, was machen wir nach Driver San Francisco? Wir hatten ja als Leisure Suite Larry Yacht nach Liebe gerade durchgespielt, ne? Und da nochmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen, ne, Views und Daumen hoch und so weiter. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, euch anscheinend auch. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut. Dann dafür nochmal echt vielen, vielen Dank. Ich habe noch ein, also wenn das jetzt ausläuft mit Driver San Francisco, hätte ich noch im Angebot, ist noch ganz frisch, original verpackt, ne? Hier. Dem guten Bernstadt Brot, ne? Das ist ein lecker Adventure, ne? Ja, mit dem Tommy Kropfeis von, ne, RTL Samstagnacht, ne? Da ist er auch abgebildet, ne? Das wäre ein Adventure, wo ich auch echt Bock drauf hätte, könnte man so sagen, ne? Ja. Ich habe natürlich auch andere Adventures. Ihr wisst ja, ich bin ja ein kleiner Adventure-Freak und insofern gibt es bei mir noch mehreres. Ich werde auch immer wieder gefragt nach Etna und Deponia, so die ganzen Tidalic-Adventures. Etna habe ich seinerzeit gespielt, aber Etna ist ein tolles Adventure, aber weiß ich nicht, ob ich da so einen Bock drauf habe. Also wenn ich ein Adventure-Let's Play, muss ich auch echt Lens drauf haben. Bei Etna, das fand ich schon ganz schön krass, ne? Ich hatte noch Harveys neue Augen im Angebot, ne? Aber auch das fand ich relativ krass. Ich weiß nicht, ob das so, ne? Also es ist jetzt mehrfach danach gefragt worden. Insofern so, ich finde die Spiele toll. Ich habe es mir auch gelegentlich angeguckt, nicht alles, aber weiß ich nicht, ob ich das so machen soll, bin ich ehrlich. Also, müsst ihr mal gucken. Ne? Also, ihr könnt ja mal kommentieren. Das ist sowieso ein Video, wo ich euch bitte, einfach mal zu kommentieren, wie es so auf diesem Kanal letztendlich weitergehen soll. So, also Bernd das Brot hätten wir. Ne? Wir hätten natürlich auch noch, gut, die Sims habe ich euch gezeigt. Was ich, wenn ihr auf Bernd das Brot nicht so einen Bock habt, ne, noch im Angebot hätte, wäre, ich habe ja schon mal eins davon gezockt, ne? Das ist hier. Mhm. Wallace and Gromit, ne? Also ich fand die damals echt klasse. Ich glaube, was habe ich gespielt? Lizenz zum Putten habe ich, glaube ich, Let's Played, ne? Und die fand ich echt irgendwie süß, die beiden. Und ja, vielleicht hat mal ein paar irgendwie kommentiert, dass sie so ein bisschen so durch das Spiel in ihre Kindheit zurückgeballert wurden. Und, weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr ja Bock auf Wallace and Gromit. Hätte ich auf jeden Fall auch noch im Angebot, ne? Ja. Ansonsten, wie gesagt, es gäbe noch viel, viel mehr. Ne? Ich hätte noch einiges an Sam und Max, das könnten wir noch machen. Jetzt vielleicht nicht gerade das erste, aber mehr die Folgedinger. Ne? Da habe ich auch einige von im Angebot. Und was haben wir noch? Ja gut, Sherlock Holmes hätte ich Bock auf eventuell das Jagd Jack the Ripper. Ne? Allerdings, das ist wieder so ein Projekt, was ewig lang werden wird. Ne? Weil, ne, ich halt auch sehr gründlich vorgehe. Da springt er übrigens gerade. Könnt ihr das sehen? Coole Sache. Ne? War irgendwie Aufgabe, wir müssen springen. Was halt ewig lang wird, wo ich mit Sicherheit mehr 60, 70 Folgen mache. Und ich weiß nicht, ob das, ja, ob ihr da so ein Lens drauf hättet. Ne? Muss man mal gucken. Also ihr seht mich aktuell ein bisschen ratlos. Ich weiß echt nicht so genau, was ich machen soll. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten von hier Driver San Francisco vielleicht noch ein paar Folgen machen, aber diese ganze Content-Geschichte, drückt mir mal die Daumen, dass da keine GEMA-Scheiße mit bei ist, macht mir doch ein bisschen Angst und insofern weiß ich noch nicht, wie ich da weiter mit umgehen soll. Ne? Wir hauen jetzt erstmal die neuen Folgen raus und gucken, was passiert und danach fangen wir dann mit irgendwas Neues an. Ihr könnt ja mal kommentieren, liebe Leute. Also wie gesagt, die Sims 4, nochmal auf die Sims zurückzukommen, Sims 4 ist nicht ganz so mein Spiel. El Bundy wird es wahrscheinlich rausreißen, also da würde ich mich echt nochmal, ne, zu breitschlagen lassen, aber wenn ich so an die Views denke, da war die Glitch-Familie, ne, populärer als der gute, als die guten Bundys, ne? Was ich nicht verstehe, weil ihr wisst, ich ein riesen Bundy-Fan bin. Ne? Ja. Gut, die Sims 2 müsste man gucken, dann vielleicht ein paar Vorschläge, was man machen kann, wenn ihr Bock drauf habt. Wie gesagt, die Views sind da doch deutlich zurückgegangen. Ne? Die besten Views hatten wir mit, war das Laura, glaube ich, im College, ne? Das war wirklich super und das hat da auch Spaß gemacht, ne? Und müsste man einfach mal schauen, sonst vielleicht mal nach seltsamen, oder wie das Ding heißt, seltsamen oder so, gehen, müsste man einfach mal gucken. Gut, die Sims 1, da bin ich ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es ans Laufen kriege, ne, und ob ihr überhaupt Bock drauf hättet, weil das ist halt so, die Grafik ist natürlich vorsintflutlich, ne. Ich würde es dann auch versuchen, mit Facecam aufzunehmen, wenn das über OBS laufen wird, ne, das kann ich alles noch gar nicht sagen, ob ich es überhaupt ans Laufen kriege, aber ja nun. Gut, Bernd das Brot, ne, und ansonsten, ich weiß es noch nicht, ne, Let's Try läuft jetzt erstmal, ne, hier, ne, Driver San Francisco und tja,
ihr seht mich echt ein bisschen ratlos, Freunde. Ich weiß es nicht genau so. Deswegen, ne, kommentiert doch mal, was ihr so gerne sehen möchtet. Das war auch was genannt worden von wegen, ne, Assassin's Creed, ne, Black Flag. Ich glaube, das ist mit den Seeräuberschiffen. Könnte man auch mal andenken. Allerdings wird das noch ein bisschen dauern, weil das wird auch wieder ein Let's Play werden. Oder könnte ich mir vorstellen, wo es echt etliche Folgen von gibt. Und da doch schon viele wahrscheinlich das mittlerweile gesehen haben, ne, kann ich nicht genau sagen. Da kriege ich eine Mail. Gut, habe ich vergessen abzuschalten. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt, wie mein Sound ist, wenn ich eine Mail kriege. Eine E-Mail, ne? Ja, dann wisst ihr jetzt erstmal Bescheid, ne? Und da hopsen wir schön durch die Gegend, ne? Oh, oh. Und kommentiert doch mal, was ihr so nach diesem Let's Try sehen wollt, ne? Also Bernd das Brot, bin ich ehrlich, hätte ich schon Bock drauf, ne? Und ja, Wallace und Gromit ist natürlich auch immer schön, ne? Und ja, die Sims 1, ne? Muss man gucken, ne? Ansonsten, wie gesagt, die Sims, so leid es mir tut, sie stehen erstmal nicht ganz oben auf meiner Liste. Ne? Und bin ich ehrlich, ich hätte schon mal nochmal Bock auf die Sims 3. Ne? Allerdings, das hat bei mir technisch so viele Probleme bereitet, dass das allein ein Grund dafür ist. Deswegen habe ich ja damals auch aufgehört, ne? Weil das irgendwie nur am Abspacken war. Und die Sims 3, wie gesagt, es ist nicht mein Game, Freunde, verzeiht mir das. Ne? Ich bin ein alter Sims-Fan, aber das Spiel, das tört mich irgendwie nicht richtig an, ne, meine lieben Leute, ne. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, kommentiert doch mal da unten, ne, die Kommentarbox einfach mal reinhauen. Worauf hättet ihr, ihr könnt sogar was ganz anderes vorschlagen, wenn ihr auf was ganz anderes Bock hätte, ne, hättet. Und solange ich das hier noch irgendwie klar machen kann, am Start habe oder, ne, besorgen könnte, ne, ich bin für alles halt, wie gesagt, offen, ne, und aktuell ein bisschen ratlos. In diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Euer ratloses Spielkind 45, der jetzt gerade hier am Shiften ist, wie ich sehe, ne, sagt vielen Dank fürs Zuschauen und ja, mal gucken, was passiert, liebe Leute. Ne? Macht es gut, euren Spielkind 45. Shifting!